ist Emil Nolde nach dem Arbeitsverbot im Deutschen Reich und interpretiert von WOT Zippo Zetterling. So. Emil Nolde nach dem Arbeitsverbot im Deutschen Reich. Das ist Emil Nolde nach dem Arbeitsverbot im Deutschen Reich in den 1940er Jahren des letzten Millenniums, interpretiert von Zippo Zetterling, WOT, Wolf Tschaikowski, also Emil Nolde nach dem Arbeitsverbot im Deutschen Reich, interpretiert von WOT, Zippo Zetterling. So, das ist jetzt die Unterlage vom Arbeitsverbot. Und so wird das dann angebracht und ist dann soweit fertig. Ne?